Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island Teil 4. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir... Hallo? Ah, jetzt aber. Wir sind bei diesen Datei-Retrieval-Steuerung und da habe ich ja schon gesagt, wahrscheinlich sitzt das erste Ding für den Vornamen, dann für den Mittelteil und dann für den Nachnamen. Und da müssen wir rauskriegen, was jetzt Sache ist. Das Dokument sagt... Ah, da steht ein Name. Ethan C. Endzone. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien... Das ist C, also C. Das heißt, es stimmt überhaupt noch nicht überein. Also Hase ist irgendwas relativ am Anfang. Mit C, bla bla bla, irgendwas. Aber wir haben, ich habe es mir aufgeschrieben, Nathaniel O. Search. Das heißt, wir brauchen N-O-C. Dann drehen wir den nochmal rum. Also Affe ist eher... Hase war das. Entschuldigung. Hase ist eher am Anfang. So, dann Palme. Schauen wir mal, was bringt jetzt mit Palme? Ah, da steht ein Name. Eric G. Fongdai-Gosmek. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Baum haben wir. Also G... Moment, Hase war C. Okay. Probieren wir noch den nächsten aus. Das ist jetzt der Kürbis. Was haben wir denn da? Kürbis. Da steht ein Name. Fulio I. Julio. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Julio I. Julio. Ah, I. Das wird wahrscheinlich eher Englisch-Dingsbums. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein I sein. Ja, wir kommen näher. Wir kommen der Sache näher. Also dann sagen wir mal, Kürbis müsste dann ein I gewesen sein. Dann haben wir den Affe. Ah, da steht ein Name. Fred N. Fragglestone. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Also Affe haben wir jetzt ein N. Mann! Das Spiel hängt gerade aber ganz schön heftig. Also Affes finde ich auf jeden Fall... Affe, N. Das müsste auf jeden Fall... Ich habe falsch gedrückt. Mist. Also Nathaniel, bla bla bla. Das heißt, das passt auf jeden Fall schon mal. Affe muss auf jeden Fall schon der erste Ding sein. Ah, da steht ein Name. Fred N. Fragglestone. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, ja. Telefonnummer, Allergien. Okay. Das heißt, auf jeden Fall, das erste ist auf jeden Fall schon mal ein Affe. Das zweite könnte auch ein Affe sein. Ich will mal schauen, was sagt er denn bei den nächsten Banane. Und dann haben wir Hase wieder, oder? Ja. Okay, dann schauen wir mal. Aber ich glaube, Banane könnte dann schon wieder zu weit sein, oder? Schauen wir mal, was sagt er denn bei Banane? Da steht ein Name. Frankie T. Freakenstein. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. T ist auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall mit Dings mit T. Das heißt, der Affe geht bis S. Von N bis S muss der gehen. Und wir haben Nathaniel, das heißt Affe. O würde auch unter Affe fallen. Und zwar, wir müssen dreimal Affe eigentlich haben. Ich glaube, ich hab's so langsam, ich hab's raus. Dreimal Affe müssten wir haben.
Da wäre es auch interessant, ist das ein Zufallsname, der da gemacht wird? Ich könnte mir das vorstellen, dass das rein zufällig ist und dass man da rein Dings machen muss. Ah, schauen wir mal. Eine Wegbeschreibung zu Pegnoses Haus. Komisch, sieht eher aus wie ein Fahrplan. Okay, Nathaniel O'Sorge, Rezept Acme. Ach nee, Acme. Von Looney Tunes, wenn er das kennt, das ist ja immer da, wo der Kojote sein Zeug holt. Kunstgesichts RK Modell TK421. Richtung Sümpfe der verlorenen Zeit. 12.05 Uhr. 1 Uhr Osten, 1 Uhr 5 heißt es jetzt. Ich muss mal mein Ding jetzt aber machen wieder hier. So. Aber wir können doch nicht nach Süden gehen, weil wir müssen doch nach Norden losfahren. Also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, nach Süden, nach Osten, nach Süden, nach Osten, nach Süden, nach Westen, nach Osten, nach Westen. Das würde ja auch von der Zeitangabe so stimmen. Aber da wir nicht nach Süden fahren können, wenn wir losfahren. Ich schreibe es mir mal kurz aber auf. Dann habe ich es jetzt hier stehen, 1205 Süden, 100 Osten, 105 Süden, 155 Osten, 245 Süden, 255 Westen, Osten und 40 Western. So. Okay. Dankeschön. Wie hilft uns das jetzt weiter? Also wie gesagt, ich hätte gesagt Süden, Osten, Süden, Osten und so weiter und so fort. Aber. Und dabei sehe ich habe meine Zeitangabe vergessen einzustellen. Naja, gut. Haben wir hier irgendwo eine Uhr, wie viel Uhr es jetzt ist? Dass wir wissen, wann wir anfangen? Halt, nicht dahin. Dahin. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier... Das ist neu, der Kompass. Oder war der vorher auch schon da? Ein einfaches Floß. Oder brauchen wir jetzt noch eine Uhr? Das wäre natürlich auch eine... Wir brauchen wahrscheinlich eine Uhr. Die dann anzeigt, jetzt ist es 1 Uhr, wir müssen nach Osten gehen. Wenn jetzt der Kompass so dasteht, weil wir das Ding wissen, dann wird wahrscheinlich, wenn wir eine Uhr haben, die Uhr angezeigt. Uhr! Bei den Schachspielern, die haben doch eine Uhr. Ob die uns dabei helfen wird? Also noch geht es nicht, okay. Ja. Schachspieler. Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir an denen ihre Uhr ran? Wir können sie ablenken, aber... Hallo? Du solltest eigentlich da runtergehen. Ja, genau. Ich würde dir raten, sie nicht anzufassen. Es könnte deiner Gesundheit schaden. Wir stoppen damit unsere Zeit. Kann man die vielleicht doch nochmal weiter ablenken? Ja. Dass die... Heilige Macaroni. H.G. Wells auf Zeitreise mit einem Korb voller Macaroni. Wo? Oh, Moment. Es war nur eine abgemagerte Kuh. Ich suche nach einem nasenlosen Piraten. Ja, spielt er auch Schach? Ich glaube nicht. Dann ist er mir egal. Aber es passiert ja nichts, wenn ich den ablenk.
Castaneda hat also eine Schwäche für die Kleine am Schalter, was? Oh ja, er trägt immer ein Bild von Brittany über dem Herzen. Heilige Makaron. Wo? Tut mir leid, muss wohl... Aber es passiert ja nichts. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Vielen Dank. Ich hätte es vielleicht gedacht, dass man die... Ja? Hey, ist das nicht Brittany, die Kleine aus der Bank? Brittany, wo? Oh nein, das ist nur eine Kiste Kartoffeln. Es ändert sich nichts. Brittany, hallo? Muss ich da irgendwas machen mit Brittany, die da oben steht vielleicht oder so? Oh verdammt. Das muss die Aurora Borealis. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Nee, also da ändert sich nichts. Die Uhr kann ich ja auch nicht mitnehmen, schätze ich mal. Ich würde dir raten, sie nicht anzufassen. Es könnte deiner Gesundheit schaden. Wir stoppen damit unsere Zeit. Kann ich mal nochmal zur Brittany nach oben. Aber, also ich schätze mal, wir brauchen auf jeden Fall die Ohr für die Sümpfe, um da voranzukommen. Damit wir wissen, ob wir nach Süden, nach Osten oder wie auch immer hin müssen. Die Frage ist nur, wie können wir die jetzt genug ablenken? Ich meine, man kann sie ablenken, aber es passiert halt nichts. Hallo, Brittany? Gibt's da noch was Neues? Einen guten Tag, Brittany. Oh, hi! Warum hören Sie sich an wie eine Herz... Oh, ich kenne hier... Wer? Ich schon. Sie können einen Star aus mir machen? Nun... Kennen Sie jemanden, der mir dabei helfen kann? Nun... Oh, gut. Lassen Sie es mich wissen, wenn Ihnen jemand eingefallen ist. Tja, ich muss... Okay, da ändert sich nichts. Da könnte man nur wieder andere Sachen sagen. Bei den Dings können wir wahrscheinlich... Bei den Anwälten können wir wahrscheinlich auch noch nichts wirklich machen. Wir könnten nochmal ins Gefängnis gehen und versuchen nochmal dieses Dings dem zu zeigen, das Taschentuch zu zeigen. Ich habe es ja schon mal probiert, aber Guybrush hat ja nichts gemacht. Es sei denn, vielleicht kann man danach nochmal mit ihm reden? Hat man das schon probiert? Einmal, was wollte ich ihm zeigen? Das Taschentuch. Oh, Inspektor, das hier könnte Sie interessieren. Was ist das? Ein stinkiges Taschentuch von einem echten Bankräuber. Wer? Hagnose Pete? Sie beweist aber nicht, dass er auch der Täter ist. Sie müssen beweisen, dass Pagnose im Besitz der Beute war. Verdammt. Ja, okay, aber er hat mehr gemacht gehabt. Ihr habt es ja beim letzten Mal gesehen. Ich habe ja gesagt, das würde Sie interessieren und dann hat er es sofort wieder weggesteckt. Ich konnte ja da gar nichts machen. Jetzt ging es komischerweise. Inspektor? Ja? Gibt's bei dir noch was Neues? Ja, machen Sie... Okay. Wir müssen, glaube ich, den Typ... diesen Australier, den Dings, wütend machen, damit er seinen Stock zerbricht und wir seinen Stock mit Termiten. Ich weiß aber nicht, was uns das jetzt weiterhelfen sollte, aber es könnte. Wir müssen das wahrscheinlich noch machen. Da müssen wir den Dings machen. Was ich vielleicht nochmal probieren will, ich weiß nämlich nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Kann man, wir haben ja, als wir das Ding gemacht haben, die Geschichte erzählt haben, haben wir ein Kunstbein gekriegt. Die Füße sind riesig. Kann man vielleicht was anderes kriegen, wenn wir was anderes sagen? Dass wir sagen, Moment. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht Cindy liebt Jet. Aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Cindy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen.
Cindy liebt Jet? Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht Cindy liebt Jet. Aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Cindy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, als ich was gesagt habe, habe ich was mit Wendy geschrieben gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann man vielleicht da an andere Sachen rankommen, die uns weiterhelfen könnten? Das war, dass ich gedacht habe, ja, ich habe per Zufall das Richtige gesagt, aber eigentlich habe ich das Falsche gesagt gehabt. Und weil ich das Falsche gesagt habe, kriege ich einfach was anderes. Dave? Ja? Ich brauche noch einige Wein. An was hattest du denn gedacht? Ich hätte gerne noch eine Gratisprothese. Du bekommst wohl nicht genug von dieser experimentellen Technik, was? Okay, es war einmal ein Pirat namens... Cindy die Chap? Ja, also Larry? Und ich glaube Harry gesagt. Larry? Larry. Larry warb um die Hand einer holden Schönheit mit dem Namen... Cindy. Cindy? Cindy. Unglücklicherweise hatte ein ungehobelter Kerl bereits erfolgreich um Cindys Hand angehalten. Sein Name war... Jet. Jet? Stimmt, genau. Jet. Und? Was und? Was ist passiert? Als ihr bewusst wurde, wie sehr ihr die ganze Geschichte unter die Haut ging, heiratete sie den hässlichsten Mann der Stadt. Ende. Was für eine schreckliche Geschichte. Sie sollten das Geschichtenerzählen den Profis überlassen. Ich weiß. Hier ist eine experimentelle Gratisprothese. Was ist das? Das ist etwas Besonderes. Das ist meine neueste Erfindung, die ultradehnbare Kunsthaut für alle Größen. Einige Quadratmeter dieser großartigen Substanz können die Haut, die ein Pirat im Laufe seines Lebens durch Fechtkämpfe, Messerstechereien, Kielholungen und die regelmäßigen Auspeitschungen verliert, ersetzen. Dazu gibt es kostenlos einen Satz winziger Haken zur mühelosen Befestigung. Ich sag's nochmal. Also da hätte ich zwei Sachen. Also man kriegt auf jeden Fall was anderes, wenn man andere Geschichten macht. Und jetzt haben wir definitiv die Geschichte aus diesen von dem Goodie-Deckel. Okay, gut, dass wir es probiert haben. Riech mal wieder vorbei. So. Und das hat mich jetzt an ziemlich was erinnert. Auch wegen den Befestigungen und alles. Sieht ziemlich echt aus, aber irgendwie ist sie zu elastisch. Und elastisch und so weiter. Das erinnert mich an zwei Sachen. Entweder, dass wir eine Trommel bauen könnten, dass wir das so um fast rum machen und dann irgendwie festtackern oder sonst irgendwie was und dann trommeln können. Oder an ein... Moment, ich will ja wieder raus. Oder an eine Art Trampolin. Und ich muss mal ganz schauen. Und wir müssten ja eigentlich zur Bank noch rein, um unsere Unschuld zu beweisen. Also da gibt es doch bestimmt auch Sachen. Und da oben haben wir ja schon gesehen, dass da ein Fenster offen ist. Können wir das Ding als eine Art Trampolin benutzen? Wahrscheinlich dann mit dem Gulli. Würde das funktionieren? Lass uns mal ausprobieren. So, und das benutzen wir mit dem Gullideckel. Keine falsche Haut nötig. Nein, Gulli? Ja, Tatsache. Hey, das ist wie ein Trampolin. Und wie machen wir das jetzt? Betrachte Gullideckel. Das ja benutzen. Oh! 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 Autsch. Autsch. Okay. Das bringt uns zwar jetzt für den Dings nicht weiter, aber vielleicht finden wir hier etwas, um unsere Unschuld noch weiter zu beweisen. So, was haben wir denn da oben alles? Nein, wir gehen nicht durchs Fenster. Moment, beschlagene Kommode. Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche ausleeren konnte. Das kann ich nicht verwenden. Nicht? Schade, nicht da runtergehen. Ich will erst hier oben bleiben. Moment, da war noch irgendetwas. Kleine Schatztruhe. Ach, wie süß. Klein, ich wüsste nichts, was ich hineinlegen könnte. Und sonst noch was? Was ist damit? Ah, diese blöde... Steuerung hier. Lampe? Eine Lampe. Irgendwo muss ein Schalter sein. Okay, also Leiter.
Ja, das ist. Das hier ist wahrscheinlich der Tresen. Oh, Zettel. Heute ist Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Was würde wohl passieren, wenn ich hier. Machen wir. Das ist unser Lichtschalter. Ein Sieg der Technik. So, und das ist wahrscheinlich. Ach ja, genau. Das da ist die Haustür, Dings. Und hier sind wir langgegangen. Da hinten ist dann der Tresor und so weiter. Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und vergiss es, ich versuche meine Unschuld zu beweisen. Ich will nicht noch mehr Ärger. Hilflose und ungebildete Eingeborene exotischer Inseln auszuplündern ist eine Sache. Aber einer Bank durch Fälschung der Bücher Geld zu unterschlagen, das ist einfach schäbig. Heute ist Scupper-Party. Achso, das, ja, war das. Das brauche ich wirklich nicht. Heute ist Scupper-Party. Okay. Dann haben wir noch einen Abakus. Heutzutage kann niemand mehr Kopf rechnen. Keine Chance. Echte Piraten rechnen niemals. Wir heuern dafür unsere Piratenbrüder als Buchhalter an und überall. Wer hätte das gedacht? 1 + 1 ist tatsächlich 2. Oh, wow. Okay, Zugkette wollen wir nicht mehr machen. Das ist der letzte Schrei auf dem Markt der pflegeleichten Dekoration. Man kann sich sogar das Gießen sparen. Also irgendwas müssen wir auf jeden Fall hier finden. Nein, nicht die Leiter. Buddelschiff. Ich habe mich immer gefragt, wie sie das Schiff da reinbekommen. Das ist der zweitnutzloseste Plunder, den ich je gesehen habe. Das ist der zweitnutzloseste Plunder, den Pflanze? Ich je gesehen habe. Moment, vielleicht ist ja an der Pflanze irgendetwas. Ich denke, wir müssen was finden hier. Ich schätze, das Ding geht als Prachtfarn durch. Wir haben ja schon diesen Taschentuch gefunden. Jetzt müssen wir noch irgendwas finden hier in der Bank, dass Pete hier gewesen ist. Die Innendekoration überlasse ich lieber Elaine. Wenn ich auf die Toilette müsste, würde mich der Bankdirektor sicher hineinlassen. Ich schätze, das Ding geht als Prachtfarn durch. Haben wir sonst was? Das sieht aus, als ob das Scupperware oder Bankmagazine, als ob da was vielleicht Wichtiges wäre. Meine Piraten und ich, skandalöse Reportagen über die ruchlosesten Seeräuber der Karibik. Titelthema: Plündern und Brandschatzen für junge Eltern. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Eine leere Scupperware-Dose. Kannst du die mitnehmen? Ha, Tatsache. Öffne. Die ist bestimmt nützlich. Aber wozu? Ich habe keine Ahnung, wir können es aber die öffnen. Ist bestimmt nützlich. Machst du aber nicht. Okay, Moment. Gehen wir nochmal ins Inventar. Ah, nee. Ich habe gedacht, dass die Wegbeschreibung wäre noch mit da drin. Alles klar, wir haben. Hoppala. Wir haben auf jeden Fall die Tupperdose. Bankmagazine wolltest du nicht mitnehmen. Rausgehen wollen wir definitiv jetzt auch nicht. Nein. Es war ja schon schwierig genug, hier reinzukommen. Ah. Haben wir irgendwo noch irgendwas liegen? Was ich jetzt nicht gesehen habe. Ich würde sagen, ich bin mir jetzt noch nicht so sicher. Ach, da ist zum Beispiel noch ein Kalender. Also wir haben bestimmt hier noch irgendwas, was wir suchen müssen. Dann würde ich sagen, machen wir das bei der nächsten Folge. Irgendetwas, was vielleicht Pete noch verloren hat hier. Dass wir sagen können, guck mal, das war mal. Andererseits würden die uns glauben, wenn wir sagen, guck mal, das hat Pete hier verloren. Es ist Gott eindeutig ihm. Andererseits, ich weiß es nicht. Die würden sagen, ich könnte das ja was weiß ich woher haben. Na gut. Also, wir haben auf jeden Fall noch die Schachspieler. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie an die Uhr kommen. Wo ich noch keine Ahnung habe. Wir haben jetzt noch die Bank hier zu machen. Und wir haben noch diesen Australier, den wir noch so nerven müssen, dass er seinen Stock zerbricht, damit wir die Termiten an seinen Stock dranbringen können. Wobei ich keine Ahnung habe, was das bringt. Aber gut. Vielleicht wird er dann so wütend, wenn sein neuer Stock dann auch gleich wieder zerbricht oder wie auch immer. Ach, ich habe keine Ahnung. Irgendwie gehört das auf jeden Fall alles zusammen und wir werden es wahrscheinlich machen müssen. Aber gut, bis zur nächsten Folge, bis morgen. Tschüss.